just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hallihallo! Ja, hallo und grüßt euch zusammen zum ersten CSD in Geilenkirchen. Ja, wunderbar, bei dem schönen Wetter. Ist ja wirklich Traumwetter für eure Veranstaltung hier. Ja, man kann nur hoffen, dass der Wind ein bisschen nachlässt bei meiner Frisur. Ah, die Frisur sitzt. Naja, Frisur so sitzt, wenn man den Wetter darf. Gesamtaufnahme, wunderbar. Ich danke dir. Gerne, bis später, viel Spaß. Ich bin für Geilenkirchen gespannt, weil wir machen ja jetzt die Premiere und es sieht rundherum schon gut aus und wer das jetzt heute noch sieht, der mag gerne vorbeikommen. Ich glaube, es lohnt sich. Bis 18 Uhr ja. Läuft die Veranstaltung, gerade 11 Uhr, es fängt jetzt an, es wird langsam voller und ja, bei dem Wetter kann ja nichts schief gehen, ne? Das ist toll, dass sich der Kreis Heinsberg heute als vielfältig und bunt präsentiert und das ist ein ganz tolles Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Und ich wünsche allen heute ganz viel Spaß. Es ist schon ganz bunt und ganz toll hier. Also jeder, der Zeit hat, sollte mal vorbeikommen. Mein Name ist Lars Kleinstörber, ich bin Vorsitzender der SPD im Kreis Heinsberg und ich freue mich, dass wir heute den ersten Christopher Street Day bei uns im Kreis feiern können, weil wir mit unserer Jugendorganisation, den Jusos, eigentlich schon vor 2 Jahren einen Anstoß in der Richtung gegeben haben, indem wir in vielen Städten und Gemeinden beantragt haben, dass zum internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai die Regenbogenflagge an den Rathäusern gehisst wird. Ja, ist ja super. Und noch ein Gesprächspartner? Ja, Ralf Dehrichs, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion im Kreistag des Kreises Heinsberg. Dieses Jahr erstmals nicht nur von den Rathäusern die ja. Regenbogenflagge, sondern auch von dem Kreishaus. War ein langer Kampf, ist endlich gewonnen worden. Und ich freue mich, hier zu sein beim ersten Christopher Street Day im Kreis Heinsberg. Wurde Zeit, dass es jetzt endlich soweit ist. Alles klar, danke schön. Nicht wundern, das ist normal, das Geräusch. Dieses Mal hält die Plakette auch da drin. Das ist wunderbar. Das ist ausgezeichnet. Jetzt ist die richtig eingestellt, die Maschine. Alter, gibt es hier auch Radierungen? Junge, da brauchst du ja richtig Muskelkraft hier. Nein, nicht wirklich. Man muss nur lange gedrückt halten. Okay. So, dann einmal zur Seite. Und bitteschön. Oh, wie schön. Ein Piep-Marie-Button. Dankeschön.
Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst, Gefühle, die du niemandem zeigen darfst, die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du über den Tellerrand sehen, der das brennt. Muss nur ein Tickchen weitergehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Hallo, ich soll was über den Regenbogentreff erzählen. Unser Regenbogenzentrum ist eine Anlaufstelle für queere Jugendliche, die nicht älter als 26 Jahre alt sind. Wir haben persönliche Beratung auch für Eltern nach Terminvereinbarung. Wir haben einen offenen Jugendtreff jeden Freitagabend von 6 bis 9. Wir machen einen Stammtisch einmal im Monat für Eltern von Transgender, weil das immer wieder gewünscht wurde. Und ab September noch einen zweiten Jugendtreff einmal im Monat. Mittwochsabend für queere junge Leute zwischen 18 und 27 Jahren. Okay, und man findet euch zusammen mit dem Bürgertreff, euren Regenbogentreff, genau. In der Gerbergasse 23 bzw. Friedlandplatz 6. Wir haben zwei Eingänge. Ah ja, genau. Und der Eingang Friedlandplatz ist barrierefrei. Ja, super. Okay, Peter, dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier bei eurem Großereignis. Ja, wir haben gleich unseren Auftritt, wird bestimmt schön. Ja, okay, danke schön. Gerne, tschüss. Ja, jeden Freitag riech's so weit, denn da ist wieder Pommeszeit. Und dann geh ich zum Saufen in unsere schöne Stadt. Und wenn ich dann nach Hause geh, bin ich vom Trinken satt. Montag geh ich dann zum Rad, denn ich brauch seinen Rat. Und weißt du, was der Arzt mir sagt? Oh. Lieber